Okay. Ja, jetzt müssen wir Geld sparen. Für größere Pumpstationen und bessere. Welches Gebäude ist verlassen? Schon wieder da oben. Grundfehlender Strom, ja, das war mein Fehler vorhin. Wie viel Strom haben wir denn jetzt? Genug, ne? Ja. Jetzt kann man das nämlich abreißen. Das ist ein geldschluckende Windkraftwerk. Jetzt nämlich ein schönes Atomkraftwerk. Mal schauen, wir haben immer noch genug Strom. Ich mache das nämlich immer so, ich schalte die manuell ab hier. Anstatt komplettes Kraftwerk abzuschalten. Das sind auch, es gibt auch Vorteile, wenn man jetzt zum Beispiel nämlich beide Reaktoren abschaltet, dann tut das mittlere Gebäude voll wenig Geld verbrauchen, aber die Mitarbeiter arbeiten noch dort. Und dann kann man das ganz schnell aktivieren, weil wenn ich das komplett schließe, dann geht die nach Hause und könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, bis man die ganzen Leute dann an ihren Arbeitsplatz wieder ranbringt, also halt die Leute einstellt. Und das kann unter Umständen richtig lang dauern. Sag mal, die Straße sieht aber auch nicht gut aus. Gleich mal upgraden. Ich dachte, ich hätte die alle mal geupgradet. Oder war das in meiner anderen Stadt? So schnell kann man sich irren. Jo. Sieht zumindest jetzt mal gut aus. So ein Atomkraftwerk ist doch was Feines. Und da unten ist auch eine Straße, die nicht geupgradet worden ist. Mein Gott, das darf doch nicht sein. Warum hab ich die nicht geupgradet? Aber das ist eh nicht so wichtig da unten. Da fahren eh keine Autos vorbei oder nur wenige. Jo. Oh Gott. Die kann ich natürlich gleich mal upgraden. Zack. Und die haben alle kein Wasser. Drehen Sie das Wasser auf! Wenn ich Geld hätte, würde ich das ja tun. Das Atomkraftwerk hat viel zu viel Geld geschluckt. Ich hätte den einen Reaktor nicht bauen sollen. Guck mal, der Zug. Das meinte ich. Jetzt fährt er sogar durchs Auto durch. Dass der Zug stehen bleiben muss, weil da Autos sind. Das ist auch geil. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal so einen schönen kleinen Tokyo Tower. Und als nächstes folgt dann dieser Willis Tower. Wo der hinkommt, das weiß ich noch nicht. So eine Freiheitsstatue ist jetzt nicht so was Besonderes, besonders weil sie so klein ist. So, ja, die sind alle so klein, die gefallen mir nicht. Das ist ja riesig, da kann man sogar so Veranstaltungen planen, aber das gefällt mir auch nicht. Ich baue lieber so einen Willis Tower. Nur wo der hinkommt, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Empire State Building irgendwo hier hinkommt. Auch wenn es so schräg ist. Da kommt es hin. Genau. Aber eher auf die Seite, oder? Ne, auf die. Die. Die hier. Ja. Und dann kommt hier hinten der Willis Tower hin. Aber falls ihr das nicht wollt, schreibt's rein. Und wenn ihr es wollt, schreibt's auch rein. Dann sehe ich mal, wer wirklich meine Videos anschaut. Und das ist jetzt ein Problem. Die wollen nämlich Bildung, die Leute. Bürgermeister, die Stadt würde von einer allgemeinen Hochschule wirklich profitieren. Sind Sie bereit, das Bildungsniveau zu erheben? Nein, danke. Heute nicht. Schaffen wir lieber hier mal 3000 Bürger ran, dann können wir, 300.000 Bürger, dann können wir weiterreden. 300.000. Das ist schon machbar, aber das dauert ewig. Wenn ich dann noch kein Geld habe. Allgemeine Hochschule, das ist doch das hier, ne? Oh! Ach so! Sicher ist diese Einrichtung nicht zertifiziert. Dafür ist sie auch billiger und keiner... Oh
kleiner als eine Universität. Erhöht die Grundstückspreise in Wohngebieten der mittleren Einkommensschicht. Die Gymnasien helfen, die jungen Leute von der Straße fernzuhalten. So bleiben die jungen Sims dem Ärger fern und erhalten eine Ausbildung. Gebildete Sims recyceln Materialien, verschmutzen die Umwelt weniger und verursachen weniger Brände. Aha. Ja, auf jeden Fall werde ich bald die allgemeine Hochschule bauen. Ach, der will bestimmt ein paar Klassenräume, ne? Hab ich's doch gewusst. Reicht das jetzt? Ja. Boah, 13 verlassene Gebäude. Grund fehlender Strom. Brand. Zu viele Opfer. Das stimmt alles nicht. Das ist nie passiert. Ach du Schande. Nein. Aber zum Glück wird danach gefragt. Nein! Warum verlässt ihr alle die Stadt? Mich verarschen. Die Stadt ist richtig gut, bis auf das fehlende Wasser. Da kann ich auch nichts dafür. Ja, wenn ihr so geizig seid, und mir nicht mehr Geld gebt, komm, dann treibt man es jetzt... Nein, danke. Dann treibt man es jetzt richtig auf die Spitze hier. 11%. Ich will euer Geld. Gebt mir euer Geld. Die Zeit beschleunigen wir auch mal gleich. Ich will euer Geld. Gebt mir euer Geld. Lol. Das reißen wir auch gleich mal ab. Wie auf einmal der Wald hier wieder auftaucht. Fehlendes Wasser. Grund zu viele Opfer. Fehlender Strom. Fehlender Strom. Ich verstehe es nicht. Ihr habt 44 Megawatt Strom im Überfluss. Ach, das Wasser. Das Atomkraftwerk, das saugt zu viel. Ich brauche unbedingt jetzt Geld. Egal, ich baue jetzt die billige Pumpe. Ist mir wurscht. Wir brauchen jetzt unbedingt das Geld. Das Wasser. Das jetzt dran schaffen, ja gut. Dann verlassen hier alle noch die Stadt. Aber ich habe immer noch 112.000 Bürger. Wir haben schon große Gebäude, das ist auch geil. Und guck, jetzt seht ihr, nach gewerblichen Gebieten, da wird sinkt jetzt die Nachfrage und die Nachfrage nach Wohngebieten steigt. Das finde ich auch immer so witzig. Am Anfang wolltet ihr noch alle gewerbliche Gebiete. Müssen wir mal schauen. Das ist ja total überflüssig. Das abreißen. Wir brauchen Platz für unsere Bürger. So passt das. Hier auch. Platz für die Bürger. Das ist auch nicht so schlimm, zum Beispiel sind das jetzt noch gewerbliche Gebiete, aber wenn die mal irgendwie abfackeln, dann werden danach dann nur Wohngebiete gebaut, also Häuser, aber ich reiß sie dann trotzdem ab, dass es praktisch gleich passiert und nicht erst dann, wenn irgendwas abfackelt. So. Bin ich mir jetzt sicher, dass das hier alles zum Wohngebiet erklärt wird. Nein, bin ich mir nicht. Hier auf jeden Fall eine Universität ist todsicher, weil da passt nichts anderes hin. Also da passt schon vieles hin, aber das macht nur wenig Sinn, weil die Universität echt groß ist. So, und hier, da können auch mal die ganzen Leute wohnen. Aber... schon. Shit. Ich will nämlich nicht, dass das Aussehen meiner Stadt zunichte macht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier so gucke, dann sieht man schön die Straßen, nicht?
Nicht wahr? Und wenn ich jetzt hier keine Straßen baue und dann die ganzen Gebäude, dann ist es wie so eine Mauer, das, wo ich dann immer reinschauen kann. Und das will ich nicht. Das soll schön so bleiben. Auch wenn das Wohnplatz wegnimmt. Später lohnt sich das. Oder? Nee, weiß was. Weg mit. Das ist einfach nur behindert. Mal sehen, wie sich das entwickelt, aber wenn es scheiße aussieht, kann ich es ja immer noch machen. Lauter kleine Häuser. Direkt haben wir mal 124.000 Bewohner. Weiß jetzt nicht, ob das dadurch jetzt kam. Doch, klar, das steigt hier gerade voll an. Wir haben schon 200.000 Geld. Oh ja, die Steuern sind noch ziemlich hoch. Aber jetzt kann ich mal das Ganze hier abbezahlen. Okay, Staus haben auch keine mehr. Ja, das passt schon. Boah, hier ein mega Stau. Ja, ja. Da geht's gar nicht weiter. Ich glaube, die Müllabfuhr stopft hier alles. Oh, und hier, ey, überall sind Straßen, die nicht optimal ausgebaut worden sind. Nein, 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 das passt alles. Nein, nochmal. Ey, komm schon. Nein, das war zu viel. So. Hier passt das schon. Hier passt das auch. Noch eine Straße. Und wir haben immer noch nicht genug Wasser. Wie viel Geld kostet mich der Spaß? 60.000. Und das 30.000. Und ich sehe schon, das ist nämlich dreckig. Und wenn das hier die Pumpen hochpumpen, oh, dann werden die Leute alle krank. Ups. Ist gerade ein Stift aus der Hand geflogen. Die fördern aber genauso viel an die Oberfläche. Immer 80. Das heißt das Kiloliter. Na, irgendwie. Kiloliter pro Stunde. Nur die einfache Wasserpumpe, die tut halt den Dreck in die Rohre bringen. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber zwei davon kosten halt 120.000. Hier kosten zwei davon so viel wie eins. Von denen halt. Ach, weißt du was, komm. Später kann ich das immer noch ändern. Und die Bürger brauchen erstmal sauberes Wasser. Und genug Wasser natürlich. Das Atomkraftwerk, das saugt so viel. Okay, alles sicher. Man sieht ja auch Bildungsniveau. Sicher, Strahlungsniveau, keins. Das ist gut. Strom haben wir auch genug. Dass meine Stadt schon so schnell so viel Strom braucht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es liegt auch daran, dass ich jetzt schon drei Städte hatte und ich immer besser und besser wurde. Und weil ich mir halt auch Gedanken mache und nicht nur einfach drauf losbaue, das sollte man sich immer vormachen. So, das Problem immer, wenn man früher bei mir bei Strategie spielen, wenn ich dann nicht drüber nachgedacht habe, was ich da mache, dann ja, war es am Ende voll scheiße. Wobei das jetzt hier auch blöd ist, sag ich mal. Hier ist ein mega Spalt da immer. Das könnte ich eigentlich auch mal ändern. Boah, scheiße. Das alles abreißen. Und dann dafür was machen. Wenn ich das abreiß. Da passen halt auf jeden Fall nicht mehr zwei so Gebäude hin. Das ist halt das Problem. Zum Beispiel, wo geht's denn? Nirgends. Ist allgemein zu klein. Vielleicht kommen mal größere Gebäude, ich weiß es nicht. Aber das sieht fast nicht so noch aus.